Ach, schön. Der Mond scheint, die Autos qualmen. Und wir können in einem Brunnen herumstapfen, in dem wir zuvor eine Rabengottheit beschworen haben. Das sind so Dinge, die machen Frauen glücklich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnentenmenschen. Ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Projekt, das mir schon seit Monaten auf der Seele brennt, aber zu dem ich jetzt erst komme, weil ich jetzt alles zusammen habe, was ich dafür brauche. Das Projekt soll die Lovecraft-Woche sein. Und ich möchte mich in der Lovecraft-Woche mit Spielen beschäftigen rund um Lovecraft und um den Cthulhu-Mythos. Und das erste Spiel, mit dem wir anfangen, ist The Secret World. Es ist dazu noch eines der Spiele, die in meiner Bibliothek quasi am frischesten aufgetaucht sind. Ihr bekommt es bei Origin und bei Steam für um die 30 Euro. Es ist ein MMO, ihr müsst aber keine monatlichen Gebühren bezahlen. Das heißt, ihr kauft euch das Spiel einmal und könnt es dann spielen. Ich habe es mir nicht über die beiden Stores geholt, sondern über den Keyshop. Da bekommt ihr es schon für einen Zehner. Und es wäre die 30 Euro auch wert gewesen, aber wenn man es für einen Zehner bekommen kann, dann kann man das halt auch machen. Es ist, also ihr spielt keine verschiedenen Rassen, wie das in MMOs so üblich ist, sondern es gibt drei verschiedene Klassen, beziehungsweise drei verschiedene Angehörigkeiten. Zum einen die Illuminaten, dann die Templer und die Drachen. Ich gehöre zu den Templern. Und wir müssen, also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt. Dementsprechend bin ich jetzt nicht unbedingt der Profi, ich habe mich aber schon ein bisschen eingelesen. Was mir noch ein bisschen Probleme bereitet, ist das Rumgezaubere und das Waffen erstellen und Items verzaubern. Das ist noch, also da blicke ich noch nicht so ganz durch. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man Quests erledigt, dass man Monster tötet und dass man aufsteigt. Also ein normales MMO, gleichzeitig aber sehr viel Lovecraft-Bezug und sehr viel, ja, was ist denn noch? Also, man ist mit Rätseln, muss man sich auseinandersetzen. Da habe ich bisher erst zwei Rätsel machen müssen, die gingen aber. Ich bin allerdings auch erst noch ganz am Anfang. Was passiert hier gerade? Ich befinde mich jetzt gerade in der Stadt Kingsmith und hier ist ein Nebel aufgetaucht, der die Bevölkerung in Zombies verwandelt hat. Ich befinde mich hier jetzt gerade in der Kirche, da musste ich eine Aufgabe erledigen, die habe ich schon erledigt. Und ich kann mir jetzt gleich noch ein paar Quests von dem netten Herrn Henry Hearthstone holen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Hallo Henry. Sehr schwierig. Ich schau mal, ob ich relativ leichtes finde. Aber das ist alles schwierig bis sehr schwierig. Dann nehme ich das hier. Laut Henry Thorn wird die Gemeindekirche von Kingsmith von alten Schutzzaubern der Illuminaten geschützt. Untersuchen Sie die Schutzzauber und versuchen Sie, ihre Funktionsweise zu ergründen. Das werden wir jetzt mal machen. Selig sind die Sanften. Doch doppelt selig sind jene, die das Werk des Herrn mutig tun. Durch seine Größe finden wir Zuflucht in seinem Haus. Selbst wenn es belagert wird von Zombies. Ich will das Werk des Herrn nicht schmälern, aber vielleicht haben die Erleuchteten diesen Ort sicher gemacht. Durch irgendeine Art von Beschwörung. Natürlich vom Herrn gesegnet. Oder zumindest toleriert. Woher unsere Zuflucht auch stammt, sie reicht nur bis zur Türschwelle. Selbst der Friedhof quillt über mit Teufelsgezücht. Ich hab's mit Beten und mit meiner 44er versucht, aber Satan trägt Kevlar. Und die Bibel schwenken macht sie bloß wütend. Der Teufel trägt Prada und Satan trägt Kevlar. Das ist gut zu wissen. Wir sollen jetzt Zombies in die Kirche locken. Das versuchen wir mal. An den Pfeilen sieht man, wo man hinlaufen muss. Das ist ganz gut, vor allen Dingen, wenn man gerade das Spiel erst anfängt.
Zombie, Zombie, Zombie. Ich muss eins. Versuchen wir die mal ein bisschen aufzuscheuchen. Hallo, kommt mal mit. Okay, da kippen sie direkt um. Drei haben wir reingelockt. Zwei müssen wir noch locken. Machen wir das mal. Da ist einer, aber ich will das ganze Ding hier schnell vorübergehen. Also nehme ich die hier. Ach, jetzt hat der eine Typ meinen Zombie umgebracht, den ich haben musste für die Quest. Ach, Typi. Muss ich mir den hier holen. Yo, Bitches, kommt her. Und alle umgekippt. Gut. Jetzt muss ich den ersten Schutzzauber der Illuminaten studieren. Ja, wie mache ich das? Wo muss ich da hin? Da muss ich zu dem Typen hin. Glaube ich. Muss ich mit ihnen reden? Offensichtlich nicht. Ah. Manchmal weiß ich dann auch nicht genau, was ich machen muss, weil das nicht so eindeutig ist. Finden Sie den Schutzzauber und studieren Sie die Symbole. Ah, okay, ich muss den hier suchen. Okay, wo, wenn ich ein Schutzzauber wäre, wo würde ich mich verstecken? Das sind keine Schutzzauber, oder? Nee, das sieht nicht so aus. Da muss ich ja irgendwo in der Kirche befinden, denn die Kirche ist ja das Geschützte hier. Und der Kreis zeigt mir auch, dass der irgendwo hier sein muss. Nur wo? Hier so? Hallo? Vielleicht bekomme ich gleich einen Hinweis. Onkel, ich finde deinen Schutzzauber nicht. Unter der Decke vielleicht? Nein. Ich rede mal mit ihm. Die Gemeindekirche von Kingsmouth steht dieser Tage immer offen. Vor allem jetzt, da meine Herde so viel kleiner geworden ist. Aber selbst wenn wir Weihwasser hätten, fürchte ich, dass es uns mittlerweile ausgegangen wäre. Als der gute Sheriff sie geschickt hat, können Sie ihr ausrichten, dass es mir gut geht. Ich habe meine Bücher und ich habe den Herrn. Und eine 44er hinter der Kanzel. Für Glaubensstreitigkeiten. Wir nehmen normalerweise keine Beichte ab, aber nun ja, bei mir sind ihre Geheimnisse sicher. Gott und die Gründerväter von Kingsmouth sind meine Zeugen. Ich habe schon alles gehört und gesehen. Das Große und das Kleine. Aber wenn ich sie so ansehe, sind wir vielleicht beide mit geheimen Geschäften befasst, falls Sie verstehen, was ich meine? Nein, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Das hier ist nicht Armageddon. Hoffentlich sind Sie jetzt nicht enttäuscht. Nach geht. Die Mayas mögen es aus ihren Kalendern getilgt haben, aber uns haben Himmel und Erde so weit erleuchtet, dass wir es besser wissen. Gott schütze das Internet. Wissen ist Macht. Vor allem, wenn Google an deiner Seite kämpft. Da gibt er ein gutes Stichwort. Die Rätsel in diesem Spiel erfordern es manchmal, dass man recherchiert. Und um zu recherchieren, drückt man B. Und man bekommt einen Browser, einen Webbrowser, einen echten Internet-Webbrowser und kann in diesem Webbrowser dann, Moment, ich zeig's euch, ganz normal Google benutzen und kann hier über Google Sachen suchen. Halten Sie das hier für das Werk Gottes? Wohl kaum. Wenn Gott mit uns fertig wäre, würde er sicher einfach einen Meteoriten schicken, um die Sache zu Ende zu bringen. Nein, das ist alles ein Puzzle. Puzzle, dessen Teile in dieser Stadt von Solomon Priest so angeordnet wurden, dass sie zusammenpassen. Und zwar gerade so, da bin ich mir sicher. Solomon Priest. Der Name sagt viel über den Mann aus, finden Sie nicht? König Salomon. Das war wirklich ein interessanter Knabe. Sehen Sie sich den Friedhof hier nur mal an.
Zerkaut wie Susis Muschelsuppe. Susis Muschelsuppe. Ich habe die Leichen mitgezählt, um zu wissen, wie viele Gräber ich neu segnen muss. Wie viele neu anlegen. Und andere unglückliche logistische Probleme. Es bestehen gewisse Diskrepanzen bei den Verstorbenen. Ich meine, hier, wo es mehr Grund als Menschen gibt, ist die Bestattung ein gottgegebenes Recht. Aber in manchen Fällen, hauptsächlich bei Leuten von außerhalb, stehlen die Studenten der Akademie. Nun, ich nehme an, es dient der Wissenschaft und bringt die Menschheit voran. Ja, quasi ein erleuchtetes Ansinnen. Eine ehrbare Tradition. Und außerdem, Jungs sind halt Jungs. Jungs sind halt Jungs. Ist in meinen Augen die schlechteste Ausrede für irgendwelche Unsinnigkeiten. Aber gut, der junge Mann wird wissen, was er meint. Ich schaue jetzt mal hier, ob ich den Schutzzauber finde. Da, es ist ein Schutzzauber. Interessant. Da müssen wohl noch mehrere Leute diese Quest machen. Da gehe ich besser aus dem Weg. Ist das der zweite? Nee. Achso, es gibt anscheinend mehrere, okay. Dann muss ich vielleicht einmal um das Kirchengebäude drumherum und alle Eingänge absuchen. Okay, hier ist eine Leiche. Da ist noch einer. So, dann suchen wir noch den dritten. Ich versuche mal möglichst wenig Aufhebens hier um mich zu machen. Da ist noch einer. So. Ah, und jetzt muss ich die Schutzzauber auf dem Friedhof zeichnen. Okay. Okay, aber vorher müssen wir den Typen hier erledigen. Kampfsystem funktioniert wie bei MMOs. Man klickt den Gegner an, den man angreifen will. Und dann seht ihr unten mit 1 und 2 kann ich dann angreifen. Der hat auch direkt Loot hinterlassen. Das habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Ich muss jetzt da hinten einen Schutzzauber zeichnen. Was machen wir jetzt? Autsch! Das möchte der wohl nicht. Aber ich möchte das wohl. Ruhelose Tote. Aber er ist nicht so stark. Und wir bekommen Hilfe. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. So. Dankeschön, Frau mit dem Schwert. Unseren nächsten Schutzzauber müssen wir da hinten sprechen. Ich versuche mal an den vorbeizuschleichen. Man levelt nicht unbedingt auf, indem man die Zombies tötet, sondern indem man Quests erledigt. Deswegen versuche ich jetzt so wenig wie möglich zu... Also nicht so wenig wie möglich, aber nicht dann zu kämpfen, wenn ich nicht unbedingt muss. Okay, da ist irgend so ein Golem gespawnt. Ist ja verrückt. Jetzt muss ich da hinten noch ein... Okay. Oha. Die Erde wackelt. Finde ich nicht so gut. Ups. Da auch einen hinmachen. Jetzt muss ich bestimmt irgendwas Böses umbringen. Offensichtlich nicht. Sondern ich muss jetzt da hinten hin. Und dort auch noch einen Schutzzauber aussprechen. Da, wo der Golem eben war. Eigentlich will ich mich hier gar nicht hintrauen, aber okay. Ach, das Mädel mit dem Schwert war schon da. Das heißt, der Golem wird wahrscheinlich schon nicht mehr leben. Stufe abgeschlossen, okay. Krieg ich jetzt... Oh, ich krieg meinen eigenen Golem. Das war ja fast klar. Stirb! Ich hab ihn gleich.
Gut, damit wäre der Typ erledigt. Gut, was habe ich denn jetzt hiermit erreicht? Zombies sind ja offensichtlich immer noch. Ich sende mal den Bericht. Damit hätte ich das erledigt und hätte dem Typen hier geholfen. Oh. Die kam überraschend. Sterbt, ihr Kleinen. So, dann haben wir ein bisschen Loot. Die kommen schon klar. Okay. Die Quest hätte ich für den jungen Freund hier erledigt. Gehen wir mal zum Hin, hat doch bestimmt noch mehr für uns. Es lief ja eigentlich ganz gut. Staub zu Staub. Henry Hawthorne spielt kryptisch auf einen Teil der Vergangenheit von Kingsmith an, der sich erhebt, um sie erneut heimzusuchen. Jemand gräbt, wo nicht gegraben werden sollte, und dem muss Einhalt geboten werden. Nehmen wir auch mal an. Kingsmith ist keine Stadt ohne Verderbnis, ohne Missernten. Dieses Land hat schon schlechte Früchte hervorgebracht. Die Dämonen pflücken vergessene Äpfel, die an den Ästen des Baums von Kingsmith verrotten sollten, der in unheiliger Erde steht. Mit Äpfeln meine ich Leichen. Der Baum steht für Gräber. Und unheilige Erde ist, naja... Unheilige Erde. Unheilige Erde. Anonyme Gräber. Massengräber. Unsere erleuchteten Ahnen haben sich etwas dabei gedacht. Ganz sicher. Ich meine, wer bin ich, diese Männer anzuzweifeln? Diese Männer Gottes. Selbst wenn ihr Glaube gewankt hat. Nun, das kann uns allen passieren. Wir beten nicht mehr. Wir lügen und betrügen. Wir treiben Unzucht. Und Schlimmeres. Wir haben wichtigere Sorgen als unsere Sünden der Vergangenheit. Aber was sie ausgraben, sollte begraben bleiben. Verborgen vor neugierigen Blicken und losen Zungen. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ach, der Mann ist echt kryptisch in seinen Aussagen. Wo verteile ich die denn nochmal? Also ihr seht, ich bin noch nicht ganz so, hier. Okay, Fähigkeitspunkte. Habe ich alle schon verteilt. Ich habe keine über. Spiel will mich ärgern. Oh, Kätzchen. Kätzchen, 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 Kätzchen. Oh, süßes Kätzchen. Okay. Ein anonymes Massengrab finden. Dinge, die ich in der Nacht gerne mache. Anonyme Massengräber finden. Okay. Ich habe Zombies aufgeschreckt. Zurückgekehrter Stadtbewohner. Davon, wo er zurückgekehrt ist, davon sollte er vielleicht nicht zurückkehren. Okay, die muss ich wohl auch erledigen. Und die auch. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Wollt ihr auch noch? So, kommt schon. Sterbet. Ich bin auf der Suche nach einem anonymen Massengrab. Man sollte eine Frau nie dabei unterbrechen, wenn sie auf der Suche nach anonymen Massengräbern ist. Die sind so anonym und so massengräberisch, dass man sie erst gar nicht auf dem Friedhof, sondern in irgendeinem Wald verscharrt. Na super. Dann laufen wir mal durch den Wald. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als in einer zombieverseuchten Stadt nachts durch den Wald zu rennen.
Man kennt das. Okay. Ich glaube, ich bin hier sicher. Ich bin hier nicht sicher, aber zumindest richtig. Ah, ich sehe, die Zombies graben hier schon. Okay, das ist ein bisschen heftiger. Den hätte ich vielleicht nicht so von mir aus angreifen sollen. Und da ist noch so ein anderer heftiger Typ. Gegen den bin ich schon mal gestorben. Ich sollte erstmal warten, bis ich ein bisschen geheilt bin. Bevor ich hier die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Okay. Ich will unbedingt hier die beste Gesellschaft, in der ich mich befinde. Was ist das? Ein Grabräuber. Okay. Erstmal hier noch Kram einsammeln. Dann mal schauen. Oh je. Okay. Ich befürchte, das wird nicht so wirklich gut für mich ausgehen. Oha, oha, oha. Hilfe. Ich will nicht sterben. Ich meine, gut, dann könnte ich euch direkt mal zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Ist jetzt aber nicht unbedingt meine Intention gewesen. Okay, das bringt nichts. Der hat einen Fernangriff. Und da war ich tot. Okay, jetzt kann ich euch zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Man wird an einer, an so einer Energiequelle wird man wiederbelebt. Läuft dann als Geist, okay, da muss ich ganz schön weit laufen. Läuft als Geist dann quasi durch die Stadt, muss dann zum Körper hin und muss dann in seinen eigenen Körper schlüpfen. Und ihr seht links, ich bin 400 Meter von meinem Körper entfernt, aber ich kann euch dann so ein bisschen die Stadt zeigen. Ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Vor allen Dingen nicht in Schwarz-Weiß, aber an sich ganz hübsch gemacht. Stadt ist auch relativ groß. Wie man daran sieht, dass ich jetzt so weit laufen muss. Da übrigens seht ihr Stürme. Die Nebelstürme, die sich über... Ich glaube, das ist sogar über dem Meer erstrecken. Ich habe im Vorfeld habe ich schon hier mit der Magierin oder Hexe der Stadt gesprochen. Und sie meinte, dass plötzlich ein Nebel über die Stadt kam. Und dieser Nebel dafür gesorgt hat, dass alle, alle Bewohner irgendwie einen Drang dazu hatten, ins Wasser zu gehen und darin zu ertrinken. Und dem sind wohl sehr viele nachgekommen. Und deswegen, ist die Stadt so ein bisschen ausgestorben. So, bitte belebe mich wieder. Und da ist der Typ, den wir noch erledigen müssen. Und das möchte ich jetzt erledigen. Oh Gott, er hat schon wieder volle Gesundheit und ich nicht. Das ist ein bisschen fies. Aber ich werde ihn jetzt erledigen. Und er wird mich wieder erledigen. Es kann doch nicht wahr sein. Ich habe die Befürchtung, der Typ ist ein bisschen zu stark für mich. Zumindest alleine. Das ist der Grund, wieso man MMOs nur mit... Freunden spielen sollte. Ja, das ist halt manchmal so. Da muss man sich durch so eine Sequenz durchsterben. Ist mir auch bei einer anderen Stelle schon passiert. Da musste ich vermisste Personen finden. Und eine dieser vermissten Personen war ein Feuerwehrchef. Der war halt unter den Zombies so einer der badass schlimmen Zombies. Und ich habe ihn dann gefunden, habe dann aber auch noch einen anderen Captain gefunden. Und ja, beide haben mich dann ganz schön niedergeknüppelt. War jetzt nicht so schön, aber naja, was soll's. Was ich nicht verstehe, habe ich nicht eigentlich auch so ein Heildings eigentlich? Mal gerade schauen. Garderobe.
Ich habe irgendeinen Blutmagie-Blubzauber. Vielleicht sollte ich das hier mal reinnehmen. Damit habe ich mehr Gesundheit. Und, ja. Oh, ich kann keine Objekte ausrüsten, wenn ich in der Anima-Form bin. Schade. Dann sterbe ich mich jetzt weiter durch. Ist für euch jetzt natürlich ein bisschen langweilig. Aber, ja, das gehört halt dazu, zu dem Spiel. Da muss man dann durch. Vielleicht schneide ich auch so meine Sterbesequenzen einfach raus. Okay. Ich habe die Aggro nicht angezogen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ich kann erstmal heilen. Und kann mich mit dem anderen Gegenstand hier ausrüsten. Ja. Und es dann nochmal versuchen. Ich habe jetzt zwar einen schwächeren Angriff, aber es ist mir jetzt egal. Ach Gott, nicht alle auf einmal. Leute. Okay. Dumm. Ich glaube, die Quest ist noch ein bisschen zu schwer für mich oder ich brauche da irgendwie, ich muss da mal mit Leuten zusammen hin. Das kann ich jetzt leider noch nicht machen. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Körper wieder schnappen und werde dann mit euch noch ein bisschen durch die Stadt laufen, um euch noch ein bisschen Kingsmith zu zeigen. Gucken, ob ich da jetzt heile rauskomme. Ich kann leider, glaube ich, auch nicht schneller rennen. Doch, ach doch, ich kann mit X, glaube ich. Mit Y? Ne, mit Y nicht mit X. Wahrscheinlich nicht in dieser Form. So. Körper holen, langsam wegschleichen und hoffen, dass ich keine Aggro ziehe. Ich versuche mal möglichst irgendwie zu schauen, dass ich nicht zu nah rankomme. Und mir quasi so direkt dann, wenn es aufblinkt, meinen Körper hole hier. Und dann nothing to do here. Lalalalala. Best noch sprinten an. Lalalalala. Nix für mich zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich bin hier nur durch Zufall hingekommen. Ich habe hier nichts zu tun. Soll ich die mal in die Kirche locken? Seid ihr noch hinter mir? Ja. Dann sehen wir sie jetzt brutzeln. Hallo. Flup, flup. Plup. Plup. Gut, alle tot? Ja. Gut, dann kann ich euch jetzt noch ein bisschen die Stadt zeigen. Okay, die bringen wir noch um. Gut, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen die Stadt. Ich meine, gut, viel gibt es hier jetzt nicht zu sehen. Nach der Zombie-Plage ist der Tourismus ein bisschen eingebrochen. Aber so ist das halt. Es passiert manchmal. Da sind zwei zusammen unterwegs. Ich wechsle mal die Straßenseite. Wir befinden uns anscheinend gerade zur Halloween-Zeit in der Stadt. Da gibt es eine Quest, oder? Oder hat da jemand irgendwas liegen lassen? Offensichtlich. Kann ich es nicht nehmen? Da ist ein Koffer und ich will ihn haben. Im Koffer ist Loot drin.
Naja, geht offensichtlich nicht. Wir befinden uns zur Halloween-Zeit hier in der Stadt. Zu erkennen an den ganzen Kürbissen. Ich bin so Sherlock. Schleich, schleich. Hier sind wir am Hafen. Diese Viecher mit diesem komischen spitzen Dingsarm sind hier übrigens heimisch. Deswegen sollten wir nicht an den Strand gehen. Da ist fieses Viehzeug. Aber was wir aus Lovecraft Geschichten so kennen, sollte man sowieso nie zu nah ins Wasser gehen. Wir können uns das ja mal aus der Ferne anschauen. Ja, ihr seht, da hinten schleichen sie rum. Also sollte man eher nicht hin. Sollte man meiden. Das war mal die Post. Da ist ja die Wiederbelebungsquellendütze. Das kennen wir ja mittlerweile schon. So sieht das dann übrigens aus, wenn es, wenn man nicht als Geist unterwegs ist. Etwas farbiger. Man kann übrigens hier auch auf die Autos springen, dann geht die Alarmanlage los und man lockt alle Zombies an. Sollte man allerdings, wenn man alleine ist, vermeiden. Ansonsten hat man ein kleines Problemchen. Da wären wir wieder in der Kirche. Gehen wir nochmal hier rechts runter. Oder gehen wir nochmal geradeaus und dann rechts. Hier gibt es auch Tag und Nacht. Wie lange die jetzt allerdings im Einzelnen dauern, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt tagsüber mitgespielt, tagsüber gespielt und dann so einen Tag- und Nachtwechsel mitbekommen. Bei den Tag- und Nachtwechseln wird die Safe Zone quasi überrannt. Das ist nicht so schön. Da muss man dann nämlich beim Sheriff versuchen, die Safe Zone zu bewahren. Hier auch schön, hier ist der Spielplatz. Kann ich euch mal zeigen. So ein zombieverseuchter Spielplatz. Auch immer hübsch. Hier musste ich mal ein Rätsel lösen. Mit Raben. Habe ich auch gemacht. Laufen wir mal weiter. Okay, hier sind wir wieder am Strand. Gehen wir wieder zurück. Ach, schön. Der Mond scheint, die Autos qualmen. Und wir können in einem Brunnen herumstapfen, in dem wir zuvor eine Rabengottheit beschworen haben. Das sind so Dinge, die machen Frauen glücklich. So, was kann ich euch denn noch zeigen? Hier ist die Feuerwehr, in der ich häufig gestorben bin. Hier gab es den Feuerwehrchef, der mir ordentlich zugesetzt hat. Oder die beiden Feuerwehrchefs waren ja zwei. Ich kann ja noch ein bisschen was zum Spiel erzählen. Also man spielt nicht nur hier in dieser, hier in dieser Stadt, sondern man startet in England. Also zumindest als Templer startet man in England. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Klassen genauso ist. Als Templer startet man in England und wird dann hier hingeschickt und über so eine Astralwelt, Traum, Astral, wie auch immer Welt, kann man dann in die verschiedenen Orte schnell reisen. Und dies hier ist sozusagen, da geht's nach Dunwich, aber
nach dem Dunwich Horror wissen wir, dass wir da nicht unbedingt hinwollen. Man kann dann quasi schnell reisen. Kingsmith ist jetzt der erste Ort, an den es mich verschlagen hat. Ist sozusagen, glaube ich, hier so die Start, das Startgebiet für Leute, so für Newbies wie mich, die anfangen. Aber ist doch recht, oh, hallo Hubschrauber. Ist doch recht, besinnlich hier. Ich werde jetzt mal wieder in die Kirche rennen. Ein paar Zombies holen. Puff, 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 puff. Wer ist das denn? Henry ist da vorne. Sie sollten mit ihm reden. Suchen Sie mich? Ich bleibe hier. Das ist sicherer als im Büro des Sheriffs. Das stimmt. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt eine Quest quasi erfolgreich abgeschlossen haben, die Friedhofsquest, und gut, die Sache mit dem Massengrab, da muss ich dann mir tatkräftige Unterstützung suchen. Aber ihr habt schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, ja, wie The Secret World funktioniert, was man in The Secret World machen sollte, kann, darf und wie das Kampfsystem funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, denn das ist ja die Lovecraft-Woche. Wir sehen uns dann morgen mit einem neuen Lovecraft-Spiel wieder. Und ich würde sagen, tentakelische Grüße an euch und bis morgen. Tschüss!